So, da bin ich wieder. Hallo. Ah, ein Spiel, was ich dir und allen hier im Chat empfehlen würde, unabhängig, ob du es jetzt streamst oder nicht, ist Celeste. Wurde nicht umsonst bei den Game Awards zum besten Indie-Game 2018 gekürt. Es hat geschafft, mir zu gefallen, obwohl ich Plattformer normalerweise nicht ausstehen kann. Was war denn Celeste nochmal? Ich habe das gesehen. Ich habe mir diese Liste angeguckt und ich habe das gesehen auf jeden Fall. Jetzt warte mal. Das sagt mir irgendwas. Das habe ich schon mal gehört. Bockschwere 2D-Plattformer. Sowas wie Cuphead wahrscheinlich, ne? Mit Pixelgrafik. So auf dem Niveau wie Cuphead, denke ich mal, ne? Das können wir uns auf jeden Fall angucken. Warum auch nicht? Ist das bei Steam ja, ne? Steam und Microsoft gibt's das. Ja, okay. Ah, schaut so ähnlich aus wie Starbound und sowas. Und wie... Wie heißt das andere Spiel? Irgendwas mit Knight. Mann, was habe ich doch hier? Hollow Knight, sowas ähnliches wie Hollow Knight. So in die Richtung geht das. Ja, nee. Habe ich mir mal... Ich habe es mir mal aufgemacht hier. Ich werde. Können wir gerne machen. Das können wir auch im Stream spielen, sowas. Das ist immer sehr lustig, vor allem wenn es schwer ist. Hat das den Vorteil, ihr könnt euch kaputt lachen dann in dem Zuge. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vom Schwierigkeitsgrad her wie Cuphead, spielerisch eher nicht so. Ist halt nur Klettern und Springen. Okay, das ist kein Problem. Danke für den Tipp. Ich habe das irgendwie... Der Name sagt mir was. Ich habe das irgendwie gesehen. Ich habe auch dieses Bildchen hatte ich gesehen. Ich konnte damit aber nichts anfangen. Ich habe nicht draufgeklickt. Aber wir können ja mal Cuphead irgendwann durchspielen. Da fehlt bloß noch der letzte Boss. Und dann können wir Celeste anfangen. Habe ich kein Problem damit tatsächlich. Also können wir sehr gerne machen. Bin immer offen für Spielevorschläge. Vor allem die auch streamtauglich sind in dem Zuge. So. Dann würde ich sagen, ich muss hier den Monitor kurz umswitchen. So, HDMI 1. Klack. So. Habe ich ein Signal? Ich habe noch kein Signal. So, jetzt habe ich ein Signal. Hervorragend. PlayStation. Store Steam Power Celeste. Ja, genau. Danke, Jeremy. Herzlichen Dank. So, pass mal auf. Dann machen wir hier mal Elgato. Fupp. Dann müsste hier gleich ein Bildchen kommen, hoffe ich. Ja, es kommt Spider-Man. Sehr schön. Oder PlayStation zumindest. So. Dann schalten wir eben mal das Game um. Klack. Wo ist Spider-Man? Hier ist Spider-Man. So. Sensationell. Naja, nicht ganz richtiger Link, aber jeder weiß, was gemeint ist. Ach so, ja, kriegen wir hin. So, hervorragend. Meine Frage, muss die CD eigentlich drin bleiben? Also wenn ich das Spiel installiert habe von CD auf PlayStation, muss ich die CD drin lassen zum Spielen oder kann ich die raustun? Es wäre total toll, wenn ich die CD mich draußen lassen könnte, weil irgendwie, weiß ich nicht, im 21. Jahrhundert nerven mich doch irgendwie CDs zum Spielen. Ja, die Disc muss drin bleiben. Außer ich kaufe es mir wahrscheinlich im Sony Store dann nochmal als digital. Na gut. Sehr schön. Ohne Disc geht nur bei online gekauften Spielen. Habe ich mir fast gedacht. Na gut. Versuch was wert. La 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 la.
Meistens musst du drin lassen, damit die verifizieren können, dass du das Spiel besitzt und nicht nur kurz zum Installieren ausgeliehen hast. Naja, sonst kannst du es ja einmal installieren auf 15 Konsolen und brauchst nur einen Disk. Ja, das stimmt. Ist ein Punkt. Das ist natürlich ein sehr valider, guter Punkt. So. Schwierigkeitsstufe spektakulär im Übrigen. Wir spielen den spektakulären Spider-Man weiter. Ich freue mich sehr. Derselbe Grund wie auch bei PC-Spielen seit gefühlt 100 Jahren. Ja gut, wobei ich da das seit Ewigkeiten keine CD mehr gekauft habe. Alles über Microsoft Store, Blizzard, Steam, GOG, was auch immer es alles gibt. Origin, Uplay, was gibt's noch? Ich habe, glaube ich, 6 verschiedene Launcher installiert hier. Das ist doch garantiert bei der Xbox auch so. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei der Xbox ist es auch so, ja, aber ich bin mir nicht... Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal... Ich habe seit Ewigkeiten keine Xbox mehr angefasst, die neue. Ich weiß nicht, wie es da ist. Es kann sein, dass man die CD braucht, ja, zumindest zum Starten dann. Das kann sein, ja. Ist sehr wahrscheinlich sogar. Ist zu 99,9% genauso. Sexy White Spider-Man. Ich finde diese Reflexionen so geil von diesem Stoff. Ach, ich kann mich hier bewegen. Ach so. Ist ja cool, wusste ich gar nicht. So, für die Ladies. Geht nicht weiter rein, Ladies. Fisks Werft liegt im Süden. Muss daran denken, sie mir anzusehen. Jawohl, das machen wir auch. Und damit hallo und herzlich willkommen auch in Richtung YouTube zu einer neuen Aufnahme von... Spider-Man! Und zwar im Spectacular-Modus. Und... Ja... Sie haben in die Bank... In der Bank gekämpft, irgendwas. Die Tweets hier. So, das haben wir. 10:30, versuchter Raubüberfall auf gepanzertes Fahrzeug. Bei Trinity wurde ein Vorfall gemeldet. So, jetzt muss ich erstmal wieder rein... Ich sehe nichts. Wo? Was war das denn? So, ich muss gerade mal wieder reinkommen in die Steuerung, dass mich, wenn man ein paar Tage nicht gespielt hat, ist das gar nicht mal so einfach. Aber es ging doch irgendwie so. Ja! Ich wusste, ich kann das Schild irgendwie wegnehmen. Farm! Mamma mia! Ciao! Die Dämonen planen da wohl etwas echt Großes. Ja, wenn sie meinen. So, ich muss erst wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Vor allem ist das gerade ein bisschen anders. Gerade Formel 1 noch im Stream gespielt. Und jetzt gleich wieder Spider-Man hier. Das verkraftet mein schwaches Gehirn nicht so ganz. So. Aber ich liebe es. Naja, knapp. So. Klack, klack, klack. Sesam, öffne dich. Forschungsstation. Was gibt's hier Schönes denn? Hallo? Okay, Mikrobiologie offensichtlich.
Okay, das Zeugnis der Station. Revolutionär. Wenn wir es zum Laufen kriegen, genetisch manipulierte Bakterien, die Plastik in harmlose Komponenten auflösen. Ich hoffe wirklich, dass wir die Kinderkrankheiten beseitigen können. Okay, finde ich gut. Das ist ein frühes Projekt von Mom. Wir wollten Bakterien entwickeln, die das ganze Plastik im Ozean auflösen. Aber uns, also ihr, blieb keine Zeit mehr. Wenn dir etwas dazu einfällt, machst du sie sehr glücklich. Die Idee ist cool. Mit ein paar genetischen Tricks könnte ich das Rätsel lösen. Aber ich brauche ein besser ausgerüstetes Labor und die Bakterien leben nur in Flüssigkeit. Moment, meine Netzflüssigkeit. Ich halte die Bakterien in meiner Netzpatrone am Leben. In der ESU gibt es vielleicht die notwendigen Chemikalien. Okay. Bakterienkumpel, hol Chemikalien von der ESU. Oh je, die Bakterien haben mein Netz aufgelöst. Sie sind in der Patrone zum Schwingen. Die anderen Netze müssten okay sein. Jetzt muss ich ohne Schwingen zur ESU. Na klar. Puh, die Netzschwungnetze sind okay. Nun gut, ist ein gutes Training. Okay, na gut, wir müssen laufen. Ich muss mich beeilen. Wer weiß, wie lange die Bakterien lebensfähig sind. Okay. Eine gute Übung, falls meine Netzschießer mal versagen. Super, ich liebe es. Ein bisschen laufen hat noch keinem geschadet. So. Spider-Spinner. Finde ich auch gut. Mein Fehler. So. Weißt du, stell dir mal vor, dir läuft einfach so jemand über die Straße lang. Hier mit so einem weißen Unterhosenkostüm da. Nein. Okay, dem Gesetz nach müssen sich Chemikalien in diesen Containern entsorgen. Da müsste was Brauchbares drin sein. Schau mal. Alles bereit. Jetzt muss ich alles in Dr. Octavius Labor zusammenstellen. Ich würde die U-Bahn nehmen, aber die Bakterien würden nicht so lange überleben. Okay, so geht's übrigens auch. So geht's deutlich schneller. Ich geb's zu. Gerade rausgefunden, dass man es auch so machen kann. So. Was man nicht alles lernt. Ups. Ja, ich kenne das, aber ich muss weiter. Keine Zeit für... So. Gut, dass es in Amerika passiert. In Europa käme an den Biomüll nicht mehr ran. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Guter Punkt. Okay, jetzt noch das Bindemittel. Klar. Ich frage mich übrigens, wo hat er eigentlich sein Hemd und seine Jeans? Ich meine, das hat er nicht unten drunter alles an, oder? Das wäre ein bisschen arg eng. Bakterienkumpel, bearbeite die Probe. Gut, ich will da eh nochmal her, weil ich wollte eh diese Mini-Quests hier nochmal machen. Ich finde es übrigens super, wie die PlayStation hier drin komplett abgeht, als würde sie gleich abnibbeln vor Hitze. Peter. Oh, Peter. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, das aufzunehmen? Norman hat uns ausgebotet und bald hat das Labor keine Gelder mehr. Wir standen kurz vor dem Durchbruch. Hätten wir nur ein bisschen mehr Zeit und Geld gehabt, die Ideen in unseren Köpfen wären... Moment. Ideen in unseren Köpfen. Mein Gott, ich hab's! Okay. Ja, gut. Warum auch nicht? So, halt, hier ist was.
Ist das das Bindemittel? Jetzt mit der Industriezentrifuge die Bakterien aus der Netzflüssigkeit extrahieren, um sie sicher aufzubewahren. Okay, klar. Habe ich, hätte ich mir auch gedacht. Analysiert. Unbekannte Substanz gefunden. Ich muss nur die Bakterien isolieren. Bei manchen unbekannten Substanzen müssen mehrere Fragmente übereinander gestapelt werden, zum Fortfahren X drücken. Wenn zwei Absorptionslinien übereinstimmen, werden sie zu einer dickeren Absorptionslinie kombiniert. Ja, das haben wir doch schon mal. Nein. Das. Und das. Das. Das hier, oder? Ja, Muster gefunden. Geil. Wunderbar. Alkanivorax-Bakterie. Ich denke, ich habe die Bakterien verbessert. Aber das kann ich erst sicher in Harrys Forschungsstation sagen. Lass mich raten, ich kann hier nichts weitermachen, ha? So. Was ist das? Verdammt! Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Man darf Norman Osborn nicht trauen. Wenn Norman die Chance hat, von der Niederlage eines anderen zu profitieren, tut er es. Das macht mich wütend. Aber ich werde das Blatt wenden. Norman soll spüren, wie es ist, sich hilflos und klein zu fühlen. Doc muss mehr mit Norman erlebt haben, als er erzählt hat. Hm. Super. Erstmal ordentlich Mucke hier. So, die Frage ist jetzt nur so ein bisschen, kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Weil ich ja die andere Mission noch habe, darum kann ich hier die ganzen Sachen nicht machen. So, Octavius Industries, groundbreaking technology, creating the world you deserve. Schön. So, liegt hier sonst noch irgendwas rum oder so? Nee, ne? Nee, da liegt sonst nichts mehr rum. Das heißt, wir müssen später nochmal ins Labor, weil ich will die ganzen Nebenquests eigentlich fertig machen, die wir hier haben, weil ich will die ganzen Punkte bekommen. Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch. Ich hatte Flecken auf meinem Hemd und war 10 Minuten zu spät, weil ich einen Überfall verhindern musste. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Doc mich eingestellt hat. Ja. Ich hoffe, er bereut es jetzt nicht. Naja. Do not erase. Man sollte vielleicht mal anfangen, pünktlich zu kommen. Das wäre schon mal die Anfang von allem. Aber hey. So, haben wir jetzt sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ansonsten kann ich hier, glaube ich, nichts machen, weil ich erst das andere Dingens fertig machen muss. Na gut. So, klack. Was muss ich jetzt machen? Das ist wahrscheinlich irgendwie auf Plastikmüll verbreiten. Ich finde, der Anzug sieht irgendwie mega cool aus. Der hat was. Ich finde auch den Venom-Anzug deutlich besser, dieses Schwarz. Ich müsste jetzt wieder schwingen können. Mal sehen. So muss das sein. Oh, Netzschwingen, ihr werdet für mich nie wieder selbstverständlich sein. Du bist jetzt gerade mal 1 Kilometer lang gelaufen. Ich weiß noch, wie Harrys Mom das Projekt gestartet hat. Es hat den beiden so viel bedeutet. Wo ein Netz ist, ist auch ein Weg. Ist jetzt schon erledigt die Mission, oder? Muss jetzt erst noch dahinter. Ne, ich glaube, ich muss dahin. So. Puh. Vor allem, man glaubt das gar nicht, wie, man denkt immer, ja, ein paar hundert Meter ist doch nicht weit, aber ja. Da ist der Testbehälter. So. Voller Plastik. Mal sehen, was passiert. Jetzt bauen wir bestimmt ein Riesenmonster. Es klappt. Nicht so flott, wie ich dachte, aber besser als vorher. Vielleicht muss ich weiter testen.
Okay. Das Plastik wird nicht ganz zerstört, aber das ist ein großer Fortschritt. Genug für Oscorp, um weiter daran zu arbeiten. Sie könnten den Nobelpreis gewinnen. Dem Aktienkurs würde es auch nicht schaden. Ha. Huh. Sehr schön, haben wir das gemacht. Geil. So, dann haben wir hier unten alles fertig. Also für den Moment zumindest. Die Verbrechen müssen wir noch bekämpfen hier. Was ist das hier? Feast. Ach so. Okay, da oben ist eine Hauptquest. Wir haben noch Nebenquests hier auch überall, ne? Spider-Männer, Sturm auf die Burg. Ich glaube, die Nebenquests bleiben hier alle erhalten, oder? Also ich kann noch mit der Hauptquest weitermachen, die Nebenquest dann danach. Weil dann machen wir mit der Hauptquest mal weiter. Einfach mal, was das da ein bisschen was vorangeht. Und die Nebenmissionen machen wir dann auf jeden Fall noch. Das wollte ich gar nicht. So. Los geht's. Ich finde den Anzug mega cool. Ich finde, der Anzug hat was. Und so ein Mittel, was Plastik auflöst, wäre gar nicht mal so blöd, ehrlich gesagt. So. Fadababum. Police. El Poliso. So. Wow. Dass der sich nicht an den... Dass der nicht schon längst gestorben ist, weil er rein zufällig gegen die Wände klatscht. Oh. Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes, alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Irrer. Lass der Natur ihren Lauf, wenn sie krank werden. Das ist brutal, aber die Steuern sind das auch. Klar. Der Jonas ist schon ein bisschen ein Arsch. Das ist echt... Das ist so nach der Devise, lasst sie doch einfach alle verrecken. Oh, ist das alles für mich? Was? Irgendwo ist denn... Ach, hier unten sind Dämonen. Aua! So. Komm her. So, okay. Ich hab den nicht gesehen, lustigerweise. Ich hab bloß gemerkt, dass irgendwas auf mich geschossen hat. So. Komm her. Ciao. Geil. Wenn mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal Maskierte mit Raketen auf mich schießen werden, hätte mir wohl sogar gefallen. Okay, ganz dicht ist er nicht. Ganz dicht ist er nicht, aber gut. So, schau mal. Waren wir nicht schon mal sogar? Ich bin mir nicht sicher. Kann es sein, dass wir hier schon mal waren? Und wenn Sie einen C in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Aha. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen.
Um die muss ich mich zuerst kümmern. Okay. Viel besser als der Jameson bist du aber auch nicht. Einfach die Bösen vom Dach eines 10-stöckigen Gebäudes runtertreten. Zetze. Ja, aber es ist so... Da kommen die Netzdinger und kleben die fest, also ich töte niemanden. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Die reden ständig von der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. So. Ich möchte ganz kurz betonen, ich wollte mir den eigentlich krallen, aber das hat nicht funktioniert. Und dann ist er runtergesprungen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. So. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und so. Gut. Ach, den kann ich... Das geht gar nicht mit dem hier. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Das war super stealthy. So. Ja, das war der Super Stealth Mode. Die Bezeichnung auf der Verpackung ist verwirrend. So. Muss unbedingt die neue Munition ausprobieren. Wie kriege ich denn den da? Hey, wer ist da? So. Ich muss ein bisschen konzentrieren gerade. Seit Jahren kein Schiff gefahren. Du schaltest echt langsam, weißt du das? Das ist ein altes Schmugglerversteck. Oh, wow. Tunneln und Geheimräumen und so. Tunneln und so, ja. Hey, wie der Tunnel direkt unter uns dich zu versiegen, der Hof rumlaufst. Fertig? Wir arbeiten noch dran. Die Karten sind alt und kompliziert. Ach, das ist ja bescheuert. Ich kann. Hier. Klar, jetzt geht's. Jetzt kann ich hier langlaufen. Ich konnte gerade nicht hoch. Schön. Was ist, wenn die Dämonen kommen, um in den Keller einzubrechen? Wenn wir den Tunnel unter uns versiegeln, wird das den Dämonen sehr viel schwerer fallen. Da musst du dich wohl an die Arbeit machen, oder? Wieso kann ich den jetzt hier eigentlich nicht mit diesem Dingens greifen? Gute Nacht! Da kann ich bloß diesen Netzschlag-Takedown machen, aber... Das wäre fast schief gegangen. So, Hat das noch jemand gehört? Wer ist da?
Okay, wer sieht die denn noch? Achtung, Spider-Man ist hier. Ich brauche hier Hilfe. Das war sicher Spider-Man. Wer ist da? Nein. Ich hab Spider-Man. Wo ist er hin? Das lief nicht so gut. So. So, das tut mir mehr weh als dir. So, und ciao. Du entkommst uns nicht. Wehe, du triffst mich. Hab ich doch gerade. So. Also es lief nicht so, wie ich es eigentlich geplant hatte, aber ja. Nein! Das war ja hervorragend. So. Gefällt dir das, Spider-Man? Ja, gefällt mir ganz gut. Weil ich euch platt mache. Ciao. Naja. Abend, Spider-Hippie. Chris Rock, hello. Schön, dass du da bist. Mach's dir bequem. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. So, schau mal. Da scheint nichts zu sein. Oh, na toll. Wo haben wir ein Fensterchen? Sie haben die Vorderseite abgeschottet, aber bei dem Rest waren Sie sicher nicht so sorgfältig. Na gut. So, schöne auffällige Verkleidung hast du deinem Spidey gegönnt. Ja, ich finde die nicht schlecht. Die hat was. Das ist durchaus richtig. Ich stehe auf dieses Neonweiß. Jetzt mal im Ernst, ne? Ein Kerl, der Wände hochklettern kann, findet bestimmt einen Weg hinein. Ach da. Ja. Na gut. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Klar. Okay, wo ist die verschlossene Tür? So, Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die
aufgehen. Schlau, aber ich habe nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Klar, mhm. Mit dem Schocker kannst du jetzt das Elektronetz herstellen. Okay. Halte X gedrückt, um das Elektronetz herzustellen. Elektronetz freigeschaltet. Stell mir gleich mal das hier her. So. Okay. So, halte L2 gedrückt, um auf deinen Anschlusskasten zu zielen. Drücke R. Ah, okay. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Ja. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Such einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Ja. Das fällt auch gar nicht auf hier. So, achso, Moment, ich muss hier und... Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Achso. Na gut. Nehm mal den hier. So. Hervor. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Ich will auch so ein Geheimversteck. Kratzer gefunden. Oh, normale Türen zählen wohl nicht, oder? Spider-Man. Der ist manchmal gar nicht so. Wo könnten sonst Kratzer sein? Was wollen wir eigentlich wetten, dass das einer der Bösen ist? Hier ist ein Kratzer. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Wo ist er? Klar, So. Aha. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Sag mal. Gut. Noch eine Geheimtür. Ich brech das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Okay, das wird lustig. Ach, da oben. Gefunden. Perfekt. Das kann man so sagen. So, und was haben wir hier Schönes? Mach mal auf hier.
Sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Jo. Gefunden. Wie komme ich da denn dran? Ah, Moment. Check. Ist sehr unauffällig, der Kasten hier. Ist sehr unauffällig. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Klar. Ich steig erstmal drauf. Ja, pass auf, ich springe mal drauf, dass ich ihm die Hände abhack. Nein, mach mal nicht. Eins, zwei, drei. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komm nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Ja. Ah, jetzt ja. Hier lässt sich was machen. Moment. Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! So. R2. Ah. Los geht's. Ich habe irgendwas gedrückt jetzt, ne? Ich habe die Tasten irgendwie gedrückt mit dem Ding, dass das schon irgendwie passen wird. Die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Ich würde sagen, es war eins, weil hier sind keine Waffen mehr. Die haben sich mit allem eingedeckt hier, was es gibt. Die nicht tödlichen Waffen wollten sie nicht. Dagelassen haben sie Blendgranaten, Rauchgranaten. Okay. Da ist eine Tür, okay. Hier sind leere Kisten. Die anderen haben sie einfach gleich ganz mitgenommen. Hm. Rein und wieder raus. Die waren schnell. Offensichtlich. Da, sie haben die Schlösser gesprengt. Den eingezäunten Raum haben sie nicht aufgebrochen. Zu viel Arbeit, wenn man nur den Draht über den Waffenständer biegen muss. Hm. Erreiche den Tresorraum. Dämon. Oh oh. Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Halt! Stopp die Lasten! Sie sind verhaftet! Fall dort haben! Okay. In Deckung! Okay. Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit. So. So, ciao, bella Picaboria. Wo ist er? Ich sehe nicht. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Such weiter. Ich leg ihn lahm. So. Hinter dir! Gib den Rückendeckung!
Der kam gerade richtig. Nachladen! Oh oh. Natürlich. Exaktes Timing. Siehst du? Ich hab auch Freunde. Wie sieht's aus? Ich kann sie gewinnen. So, komm her. Nein! Wow, das war knapp. Die Axt, die mich trifft, die tut mich mega weh. Au. So. Alles okay? Wenn ich an einem Tag zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Ich hab doch gedrückt. Ich finde es toll, dass sie langsamer werden. Viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche aufzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist lustig, aber es ist gar nicht so einfach auszuweichen. So. Ich kann mit dem Knopf übrigens nicht. Wenn es so weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Endstation. So. Bumm, weg mit dir. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Toll. Jetzt fährt die drei plötzlich pünktlich. Ja, genau. Oh Gott. Autsch, das tut weh. Was für ein Kamikaze-Manöver, Jeff. Ich bin stolz auf dich. Yay! Jeff! Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay, dann rein. Hm. Sie ist gut. Tja. Räder inmitten von Rädern. Schön. Bin ich kaputt.
Ich gehe nach Hause und schlafe etwas. Schlafen. Erhöhter Nahkampfschaden. Plus 10% Nahkampfschaden. Fertigkeitspunkt. Gesamtpunkte 3. Yay, ich muss mal Fertigkeitspunkte wieder ausgeben. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Zum Fortfahren X drücken. Halte X für eine Schnellreise hierher. Bin ich bescheuert. Halte für eine Schnellreise X über Pete das Apartment gedrückt. Okay. Ich muss eine Schnellreise machen. Okay. Gut. Wir müssen uns ausruhen, dann ruhen wir uns aus. Gut, wenn das Spiel das so will, dann machen wir das halt. Ah, schön. Mit seinem Smartphone steht er im Spider-Man-Kostüm in der U-Bahn. Schön. Okay, jetzt könnte ich mich wieder anders bewegen, aber gut, wir machen das mal. Was? Schlaf ist für die Schwachen. Echte Männer trinken Energy, halluzinieren nach einiger Zeit und sterben innerhalb einer Woche. Finde ich gut. Das finde ich gut. So. Oh. Verdammt. Tja, wir haben die Miete nicht bezahlt. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Uh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ach, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem. Tja, hätte mal die Miete gezahlt, hä? Das andere kann ich verzichten. Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann ja nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30-Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Ja, nee, ist gar kein Problem. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Warum speichert ihr sowas auf einem Stick? Dafür gibt's doch Cloud-Dienste. Die man auch sehr gut sichern kann im Übrigen. Dass niemand rankommt. So. Na gut. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Okay. Okay, wie wär's mit hier oben? Home sweet home. Finde den Müllaster. Okay. Ja. Halt, da unten habe ich was gesehen. Ah, wir müssen durch irgendwelche... Da ist er. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Meinst du? Du hast den Nerv. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Schau mal. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Armer Spidey. So. Hey, es
ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Leo's, Moment. Ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Den Bürgersteig. Im AfD-Touristen. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Oh, aber eine Pizza ist da. Kannst du mal was zeigen? Hier drüben. Wenn das Mom sieht. So. Verlässt die Mission. Okay, sehr gut. So. Leos. Wichtig, niemals denselben Luftschacht zweimal benutzen. Wieso? Zurück zur Mission. Also, ich bin aus dem Gebiet raus. Schön. Hey Stevie, sieh dir das an. Hallo. Oh Mann. Das ist kein Müllwagen. Wo ist der denn? Da ist Leos. Ach, da ist der Müllwagen. Keine Spur von meinem Müll, aber was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. diese panische Dingens. Müllverbrennungsanlage? So, aber jetzt musst du mir erklären, warum darf ich denselben Luftschacht nicht zweimal benutzen? Hat das irgendeinen speziellen... Ist das irgendwas mega special, secret, einbruchmäßiges? Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Bam! Boom! Bada boom! 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 Psa! Ciao, bella! Macamori, mi carriere! Macamori, macaroni! Danke, Spider-Man! So! Nee, hab ich nur gesagt, weil ich den Eindruck hatte, dass du auf anderen Wegen das Parkhaus verlassen als betreten hast. Ach so! Und wenn dann, nur mit blutigem Unterhemd. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Die Umgebung scannen. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Klar, natürlich nur mit Netz. Weil er kann sie nicht hochheben. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Weil du keine Zeit hattest dafür? Ich glaube, das könnte gehen. Du kannst jetzt die Netzbombe herstellen. Wuhu. Herstellen. Netzbombe freigeschaltet. Wo kommt eigentlich immer der Italiener in dir her?
Ich muss immer an Mario denken. It's me, Mario. Daher kommt das. So. So, was auch immer ich da hergestellt habe. Spider-Drohne, Spider-Drohne. Kleine Spider-Drohne. So, können wir den auch erforschen? Hier, Herausforderungsmarken. Okay. Anzüge. Gucken wir doch mal. Es gibt neue Anzüge. Elektrisch isolierter Anzug. Schaltet auch frei. Elektroschlag. Geil. Kannst du das mal bei TG auspacken? Das Gesicht würde ich gern sehen. Ja, genau. Mach ich sofort. Mamma mia. So. Der wird mich sofort umbringen. Was haben wir hier? Vernetzte Angreifer. Netzangriffe generieren mehr Fokus. Okay. Verringert den Effekt von Blend- oder Betäubungsgranaten. Ja gut, das haben wir alle schon soweit ausgerüstet hier. Das schaut soweit gut aus. Wir haben 3 Fertigkeitspunkte. Mal gucken, was kann man hier noch machen? Raketen auf Gegner zurückwerfen. Brecher können gegriffen und... Brecher können gegriffen und eingesponnen, geworfen werden und Gegner in einem großen Bereich beeinflussen. Gut, machen wir das mal. Was war das? Erhöht die Reichweite des Lower Takedowns. Das können wir machen hier. Was ist das? Spider-Schwein, Spider-Schwein. Geworfene Objekte fügen allen Gegnern in der Nähe Schaden zu. Geil. Lautlose Takedowns generieren sehr viel mehr Fokus. So, drücke in dem Augenblick, wenn ein Angriff landet, um Bonusfokus zu generieren. Verlangsam die Zeit, bevor du einen tödlichen Treffer einsteckst und gib dir eine letzte Chance zum Ausweichen. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Okay. Drücke Quadrat und halte dann Dreieck gedrückt, um einen Gegner zu greifen und in eine beliebige Richtung zu werfen. Das habe ich ja nicht gemacht. So, das war der Luftschwung. So, der Schwungtritt schlägt jetzt Gegner mit Schilden nieder. Ich mache erstmal das hier fertig. Wobei ich spare lieber, weil ich würde gerne das machen mit den Raketen zurückwerfen. Da sparen wir einfach mal das Ding. Geschafft. Da. Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kalt stellen! Okay, Kinders. So, halt L1 gedrückt, um die Geräteauswahl aufzurufen. Zum Fortfahren X drücken. Das ist ja geil. Ach echt? Ich dachte, ich habe dich gerade mega verprügelt. Pam! Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte das bei MJ versuchen. Ja, genau. Die wird sich mega freuen. Die wird sich deine Ex... Ja klar, das ist mein erster Gedanke. Ja, ich gehe zur Ex. Ich penne bei meiner Ex. Okay. Wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Ja. Mal überlegen. Wie wär's mit Entschuldigung? Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute nach... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Wie wär's einfach mal mit der Wahrheit? Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Ja, genau. Das klingt erbärmlich. Ja. Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Daran ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa. MJs Sofa. Was denke ich da gerade? Eine Benachrichtigung.
Anscheinend wurde MJ Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Home sweet home. Abgeschlossen. Neue Stufe. Sprachnachricht für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehl ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Die Stimme kenne ich doch. Ist es die Katze? Süße, ich komm sofort. Das ist doch die Katze, oder? Mietz. Also, wie oft sage ich, dass Spider-Man das Verbrechen der Polizei überlassen soll? Mindestens 6 Mal am Tag. Und das ist nur an meinem freien Tag. Und jetzt ist einmal genau das passiert, als Officer Jefferson Davis verhindert hat, dass ein Laster voller bewaffneter Verbrecher unschuldige Passanten niedermäht. Aber was war mit Spider-Man? Wo war der selbsternannte Held der Stadt? Er hat diese Verfolgungsjagd aus einem 80er-Action-Streifen vom Zaun gebrochen. Aber ein echter Held musste sie beenden. Gottlob war Officer Davis vor Ort und in der Lage, all diese Leben trotz Spider-Mans Einmischung zu retten. Jefferson Davis, Sie haben sich das begehrte J. Jonah Jameson-Nicken des Respekts verdient. Ich habe gerade genickt. Oh Gott, ich hasse den Jonah. Hallo, Spinne. Ich muss oft an dich denken. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Ja. Black Cat. Sag bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Hey, spiel doch mit dem Kätzchen. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Lass mit der Katze spielen. Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Ich finde das Bild super. Sobald der Sucher grün wird, kannst du mit 1 ein Foto schießen. Okay. Ich finde das super. Es muss einen Hinweis geben. Aha. Hallo. Da. Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Jetzt spiel doch mit dem Kätzchen, Mann. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. So, schließe Black Cat Überwachung der ganzen Stadt ab, um Black Cats Rätsel zu lüften. Ja, aber sowas von machen wir das. Hey Yuri, du hast doch noch Black Cats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh noch mal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. So. Hey May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter. Das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich, nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Sehr schön. Kann ich eigentlich irgendwie rauszoomen? Ja, geht. So, da unten haben wir noch so ein Kätzchen. Ich mache jetzt das mit den Katzen. Also ich finde, wir müssen ja der Black Cat, ne? Das müssen wir Prio 1 mäßig machen. Das ist einfach, Da gibt's kein... Okay. Prio 2. Ja,
So. Katze! Da ist Jeremy sofort wieder wach, wenn es um Katzen geht. Na, komm her. Warte mal ganz kurz, ich muss das gucken. Move-List. Habe ich das mit diesen Dicken? Das habe ich doch, oder? Deckenhänge um die Ecke Wandlauf. Gegenstände reißen, abtauchen, bla 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 bla. Gegner reißen. Netzschnack-Basis-Kombo. Habe ich noch nicht. Okay. Glaube ich. Ah, ich muss die erst betäuben. Macht Sinn. Bam! In your face. Ich kriege keine Luft. Ich hab sie. Hey, im Wappen. So. Bitte, schnell. So. Ist auch immer das Gleiche. So. Geil, Oma. Ausrauben ist eine Sache, aber hier geht es um Menschen. Ich muss die Dämonen aufhalten. Finde ich auch. So, Couchsurfing, begib dich zu Feast. Nein, erstmal sammeln wir die Kätzchen ein, natürlich, ist ganz klar. Wir müssen der Fische ja helfen, das ist ja, ne, also mal ganz ehrlich. Das ist einfach Prio 1. Ist einfach so. So, würde natürlich jeder so machen. So. Du hoffst nur, dass sie dich ranlässt. Was? Nein. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Vielleicht ist das ihr Plan. Habe ich die andere Katze eigentlich geholt oder bin ich dran vorbeigegangen? Ich glaube, ich habe die nicht geholt, die andere Katze, ne? Ich war, glaube ich, ganz toll und bin dran vorbeigesprungen. Ja, ich habe die andere Katze nicht geholt, weil ich dachte, ich bin dran vorbeigelaufen einfach. Ich bin ein Idiot. So. Also, wenn so eine Frau auf so ein Rätsel schickt, das sollte man auf jeden Fall mitmachen. Was kann schon schief gehen? So. Außerdem, mit MJ läuft's gerade nicht so gut. Well, das muss man locker sehen. Das Gebäude sieht irgendwie komisch aus da unten. So. Oh Gott. Und ich haben uns ein Feuergefecht mit ein paar Typen geliefert, die nichts zu verlieren hatten. Es war ihnen völlig egal, wer überlebte oder starb. Es hätte einige Leben gekostet, wenn Spider-Man uns nicht geholfen hätte. Okay, schön und gut. Ich sag ja nicht, dass er nie etwas Gutes tut, aber er verursacht mehr Probleme, als er löst. Sie waren auf der Akademie, stimmt's? Wurden sorgfältig ausgebildet. Müssen Regeln befolgen. Ja, aber er scheint auch zu wissen, was er tut. Dieses Mal ist es gut ausgegangen. Woher wissen wir, dass Spider-Man nächstes Mal nicht den Tod aller Beteiligten verursacht? Das ist noch nie geschehen, oder?
Ich glaube, wir werden uns einfach nicht einig. Danke für Ihren Einsatz und tschüss! Schön. Es könnte eine Falle sein. Ach was. Und selbst wenn... Noch eine Kamera. Bestimmt eine schöne Falle. Nach Black Cat aus. Mietz. Arme Spinne. Du warst sicher enttäuscht, weil ich nicht sauber bleiben konnte. Aber warum sich mit Perfektion anlegen? Na, schau mal, wie perfekt du bist. Wo ist die Katze? Ich sehe sie nicht. Mietz. Oh, ist gar nicht so einfach. Blinky blink. Blinky blink. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Da ist sie. Na bitte. Ich glaube, hier wird mit teurem Wein gehandelt. Sieht denn das Geschäft aus? Ich muss ihr zuvorkommen. Aber es ist schön, wie sie überall diese Dinger gemacht hat, ne? Überall. Ja. Ich glaube, die wohnt besser als wir. Beziehungsweise ihr ist es mir egal, glaube ich. So. Ach ja. So. Talalalala. Wer baut eigentlich solche Gebäude mit diesen Glasdingern dann, die so komisch da dann drüber flusen? Das ist irgendwie total komisch. So. Zack. Juhu. Aber es gibt in jedem Gebiet, glaube ich, nur einen Katzendingens, ne? So. Wow, das wollte ich gar nicht. Okay. Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie sie dann hier liegen? Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spinne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Ach komm. Und bitteschön. Black Cat führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. So, ist das Überfall noch da? Nein. Gebaut werden sie von Baufirmen in der Regel und entworfen von Architekten, die viel lieber irgendwie Designer wären. Ja, das kommt ganz gut hin. Manche Gebäude sehen so scheußlich aus einfach. So. Oder war das wieder eine rhetorische Frage? Nee, war es tatsächlich nicht. Ich frage mich wirklich, wer solche Gebäude... Weißt du, das ist so... Manche Gebäude sehen zwar total toll aus, aber sind überhaupt nicht... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die wirken einfach so mega... Das hat doch gut funktioniert. Die wirken einfach so mega... ineffizient. So platzverschwendend oftmals einfach. So. Mietz, Kätzchen. Mietz. Black Cat war hier. Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe. Oder hat sie mich erwischt? Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen sein. Hat sie noch nichts von Dating-Apps gehört? Sie plant da was. Sie spielt halt gerne. Miau. So. So viel zum Thema Schlafen übrigens. Wir jagen erstmal eine hübsche Frau. Ist auch nicht schlecht. Blinky blink. 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 Ich sehe nichts blinken. Hier irgendwo muss sie sein. Da ist sie. Geschafft. Das ist die Wohnung von Ty Stone. Da ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst. Du spielst mit dem Feuer, Felicia, aber da stehst du drauf.
So. Okay. Da oben haben wir noch einen Haufen Stadtviertel. Dann können wir den Turm da machen. Da gibt es bestimmt auch wieder ein neues Kätzchen. So. Wir könnten jetzt wirklich anfangen, die Stadt komplett zu erkunden. Ibimstum 12, hallo. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Herzlich willkommen. Mach's dir bequem. So. La 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 la. Spider-Man. Spider-Man. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Bin doch schon dabei, Kumpel. So. So. So, nein, so rum. Klack. So. Tada. So, Lord Heavyfoot ist der Salesman. Das stimmt. So, Labor. Turm. La 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 la. Weiter geht's im Programm. So, zack, da ist der nächste Turm. Geil, oh Mann, wie schnell das geht, sich hier zu bewegen. Finde ich super. So, klack. So, mach's doch. YouTube. Ja, mach ich. Einfach, Ausrufezeichen YouTube eingeben, dann kommst du direkt zu meinem Channel. So, hervorragend. Kätzchen. Wo ist das Kätzchen? Mietz, Mietz. So. Zack. So. Felicia glaubt, sie spielt mit mir, aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Ich glaube, das ist auch so geplant. Okay. Gucken wir mal. Ah, da ist er. Miau. Ja, miau. Ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. Hm. Und eine hübsche obendrein. So, dann können wir den Turm da hinten noch gleich machen. Falsche Richtung. So. 6 von 12 Kitty Cats haben wir. So. Hallo, Freunde, da bin ich, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Zack. So, gerne doch. Zack. So. Nein, andersrum. Sehr schön. Wieder ein Türmchen aktiviert. So, ich trinke mal eben ein Schlückchen. Ach ja. Oh Gott, hier gibt es so viel zu tun. Es ist unfassbar. Ich könnte die Rucksäcke eigentlich auch gleich einsammeln. Vor allem den da, weil der da direkt hier irgendwo ist. Das freut mich sehr, dass ich ein Held bin. Alle Einheiten. Officer, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Bei Sugar Hill wurde ein Vorfall gemeldet. Over. So, was haben wir hier?
Rucksack mal, Comicbuch. Keine Ahnung, wer diesen Comic von mir gemacht hat. Da hat jemand Talent. Cool. Spider-Man swings again. Schön, finde ich gut. So, hervorragend. Was haben wir noch? Oh, das ist ein Kätzchen. Louis Geburtstag, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Hello, mach's dir bequem. Setz dich entspannt hin. Nimm dir ein Plätzchen oder einen Kuchen oder um die Uhrzeit eigentlich fast schon eine Packung Chips oder irgendwas und dann genieß die Show. Zack. Felicia ist sehr fleißig. Aber ich hole auf. Ich kann sehen, wo sie diesmal zuschlägt. So, und vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Okay, hier ist ein Labor, da ist er. Na bitte. Hallo. Halt. Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden, sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. So, haben wir das. Dann können wir die ganzen Türme jetzt einfach mal machen. Dann haben wir die nämlich mal erledigt. Dann haben wir mal alles aufgedeckt. Und dann können wir den ganzen Rest dann immer noch machen. So viel zum Thema. Wir gehen, Spider-Man will schlafen gehen. Hat gut funktioniert. Ich weiß, ich lasse gerade die ganzen Rucksäcke liegen. Ibims Dumm, auch dir herzlichen Dank für den Follow. Und herzlich willkommen. Mach's dir bequem. So. So. Ja, ich muss ja den Dingeschen reparieren. Halt. So, jetzt. So. Türme des Viertels aktiviert. Hervorragend. Oh Gott, ist hier viel. Ich werde mit dem Spiel, glaube ich, nie fertig. Oh, toll, hier ist wieder, toll, hier ist wieder eine Baustelle. Juhu, machen wir gleich morgen. Nein, auf keinen Fall. Auf die Baustellen habe ich gerade echt keine Lust. Die müssen wir natürlich auch noch machen, klar, aber nein. Das mache ich jetzt gerade mal nicht. Die ist nämlich anstrengend. So. Nein. Das wollte ich nicht. So, da sind wir doch daheim. Und entschlüsseln. Zack. Harlem-Abdeckung abgeschlossen. Sehr schön. Haben wir das auch? Das heißt, wir haben jetzt dann, glaube ich, die ganze Stadt bald. Oder das ganze Gebiet müssten wir jetzt dann eigentlich fertig haben, ne? Ich glaube, zwei Türme fehlen noch, oder? Ja. Zwei Türme fehlen noch. So. Dann machen wir den Turm da gleich. So viel zum Thema. Da geht's lang. So viel zum Thema, wir machen das Katzendingens, jetzt mache ich die Türme erstmal. Aber das Tolle ist, wir schalten ja die Katzendinger frei von der Felicia. Ich bin sehr gespannt. Das war ja toll. Hat gut funktioniert. Oh, da steht. Ach, der steht mitten im Park. Das ist ja cool. Okay. Die ganzen Verbrechen machen wir alle noch. Wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass der uns davon. Nein. So. Läuft uns ja nicht davon, die Verbrechen. Vor allem, der steht hier einfach relativ weit unten. Okay, den Rucksack können wir uns gleich noch holen. Und das Wahrzeichen hinten können wir eigentlich fotografieren. Da haben wir es auch gleich erledigt.
So viel zu tun. So. Lass mich raten. Klar, ist noch nie jemand aufgefallen, der hier lang gelaufen ist. Bei Observierungen muss ich doch was zu tun haben. Okay. Soll es eine PlayStation Vita sein? So, dann haben wir das hier. Ah, Central Park. Ja, macht Sinn. So, okay, dann machen wir das Dingens hier. Ja, ich habe viele Muskeln. Stell dir vor. So. Nein, das ist eine Nintendo Swatch. Auch nett. Wobei, nee, die hatte keine abnehmbaren Dinger, glaube ich. Von daher war das bestimmt eine Vita. Bin mir aber nicht sicher. Wahrscheinlich stand sogar der Name drauf und ich habe es nicht gesehen. Das ging schnell. Central Park Abdeckung abgeschlossen. Geil. Haben wir den auch. Hervorragend. Ach ja, wir nähern uns langsam. Ist ja auch eine billige chinesische Kopie. Ach so, ja, das kann ganz gut sein. So, okay, machen wir den Rucksack hier auch gleich. Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Dann kriegen wir die Side-Dinge zumindest einigermaßen durch. Ja. Nein, keine Zeit. Ich muss meinen Rucksack holen. So. Crusher Hogan. Den Wrestler habe ich mit meinen neuen Kräften besiegt. Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Und seitdem auch nicht. Gibt es das Spiel auch für Nintendo Switch? Nee, ich glaube, es gibt's bloß für. Ich glaube, das gibt's bloß für die PlayStation tatsächlich. So, ich habe mir zumindest deswegen extra eine PlayStation gekauft. Bethesda Foundation. Schick. So, da unten ist noch so ein Kätzchen-Dingens. Ich will jetzt aber die. Wir machen jetzt mal die. Na, ich töte euch doch nicht. So, ich mach jetzt mal die Türmchen alle. Sich nie frei. Zum Glück lässt mich Mel bei Feast übernachten. So. Was war das? Was war's mit dir? So. Wow. Zeig's ihn richtig, Spidey. Wow, 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 Kinders. Aua! Nein! Spider-Man hat es noch drauf. Mist! Das war ja fies. 80 Leute gegen einen einzigen. Das ist ein bisschen fies. Das war nicht ganz so gut, gebe ich zu. Na gut. Dann machen wir lieber die Türme. Boah, das war jetzt echt fies. Vor allem halt, wie viele das auch waren. Bei solchen Stellen merkt man, glaube ich, auch dann die schwierigste Schwierigkeitsstufe, dass das nicht ganz so einfach ist. So, klack. Kopplung mit Turm. Ja. Auch gut, Spidey geht zu Boden, Schaulustiger, der hat's drauf. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Ist mir gar nicht. In dem Moment gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Das ist durchaus richtig.
Das ist ein Wahrzeichen. Irgendwo hier so. In der Nähe. Der Avengers Tower. 10:34. Dämonen haben das Feuer auf Polizisten eröffnet. Officer in der Nähe von Vanderbilt benötigt. Wahrzeichen 1 von 3. Okay. Tony, bist du da? Ich leih mir mal deinen Ironman-Anzug. So, hallo? Ich kann ihn nicht... Nein! Ja, ist ja gut. Jetzt, ja. Spielst du auch Fortnite? Nein, dafür bin ich zu blöd. Wenn ich das öffne, kommt vielleicht der Sandmann raus. Aber ich muss das auch nicht wissen. Okay, cool. Also ab und an mal ein paar Ründchen, aber ich bin echt zu blöd dafür für Fortnite. So, Mr. Stark, sind Sie zu Hause? Tony? Offensichtlich nicht. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wow, dieses Skyline ist schon sensationell gut. Das muss man einfach sagen. So. So, klack. So, nächster Turm. 10:10. Uns wurde ein Drogendeal gemeldet. Officer in Yorkville benötigt. So, klack. So, einmal entschlüsseln. Nein. So, geht's an. So, dann machen wir die Bösen da unten noch platt. Und dann können wir... Warte mal, das da hinten können wir fotografieren bestimmt. Kann man es von hier... Oder kann man es von hier fotografieren? Ja. Das Raft. Geil. Haben wir das auch fotografiert. Juhu. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Gesagt, bin ich kein Fan der Pharma-Riesen. Vor allem keine Hinterhof-Pharma-Riesen. Du gehörst jetzt bewusstlos. So. Komm rüber, mickrige Spinne. Aua. Ich hab ihn. Komm her und ciao, Beller Bicabori. Ja, ich auch von dir. Könntest du jetzt bitte mal... Ciao. Gut. Die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Finde ich gut. Oh, Kätzchen. Nur so. Die Ruhe, Jungs. Ein netter Gefängniswagen ist schon bald hier. So. Klack. Ha, was? So. Ach, wieder verpasst. Tja. Du fragst dich sicher, warum ich wieder im Spiel bin. Der Pfad der Tugend ist langweilig. Mein Ziel ist 50 Millionen. Eine schöne runde Summe, oder? Irgendwo hier. Ach, da. Na bitte. Zurück und werd brav. Meine Zukunft liegt in deiner Hand, Spinne. Das kriegen wir hin. So.
Hier lang. So. 4 brauchen wir noch. So, das kriegen wir hin. Gegen den Zugdorn, das wäre auch super. Lalalala. Avengers, sammeln! Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war. Hallo? Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Ach ja, machst du das, ja? So. Kenner's? Das. Das ist bestimmt legitim, was wir machen. So. Und ciao. So. Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. Die Dämonen sind besiegt. Und die Handschellen auf. So, sehr schön. Haben wir das. Oh, Stufe 15. Geil. Oh, ich wollte, ich könnte so auf Gebäude hochlaufen einfach. Oder generell so schnell einfach laufen. Der läuft schneller Gebäude hoch, als ich sonst wo lang laufe. Also, beim Joggen und so weiter. Interessant. So, haben wir das. Aha, Kopf juckt. So. Hervorragend. Haben wir das auch. Schön. Da haben wir noch eine Baustelle hier. Die machen wir später, die Baustellen. Dafür brauche ich viel Geduld. So, und da haben wir noch ein Kätzchen. Hervorragend. 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben alle Katzendinge aufgedeckt. Aber jetzt können wir den letzten Turm auch noch machen. Dann haben wir alles aufgedeckt, was es... Da haben wir die ganze Karte nämlich aufgedeckt. Gibt bestimmt auch Bonus-Erfahrungspunkte, weil wir dann die Quest abgeschlossen haben. Und dann können wir den ganzen Rest noch machen. Also... Rucksäcke einsammeln, Wahrzeichen. Dann haben wir auf jeden Fall alles hinter uns. Und dann können wir uns um die Hauptquest kümmern. So. Mitdauern, Abdeckung abgeschlossen. Geil. Colex Joe. Trophäe erhalten. Hervorragende Abdeckung. Geil. Haben wir es geschafft. Haben wir alles abgedeckt. Das heißt, wir haben alle Türme freigeschaltet. Ach, hier. So, was haben wir hier? Highschool-T-Shirt. Oh, Mann! Ich wollte das Sportshirt waschen. Vor 6 Jahren. Puh. Okay. Rucksäcke gefunden. Da fehlen auch 14 Stück. Also, wir haben die ganze Karte ganz erfolgreich aufgedeckt. Und wir haben noch sehr viel zu holen. Das ist mir durchaus bewusst, aber primär machen wir jetzt erstmal die Katze. Ich weiß gar nicht, warum ich, aber ich habe da gerade so mega Bock drauf, diese Katzenmission zu machen. Geschafft. Alle Verbrechenstürme in der Stadt sind repariert. Jo. Ziemlich gute Arbeit, was? Ziemlich gut, ja. Gut genug, damit vielleicht ein gewisser jemand mit uns feiern kann. Oh, gut, aber mach schnell. Die Chancen standen schlecht. Die Gefahr war groß. Aber mit Spider-Cops zuverlässiger Intuition und der entschlossenen Planung des Chiefs konnten sie den Job erledigen. Oh, das ist irgendwie süß. Ein paar voller Gegensätze, wie Erdnussbutter und Schokolade oder Frühstück zum Abendessen, arbeiteten die beiden zusammen. Und fertig. Wir reden später, Spider-Cop. Sie wird es noch merken, oder? Ja, definitiv. Hm. Mietz, Mietz. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht.
Ich muss das beenden. Und zwar schnell. Hier wimmelt es von Bankern. Das perfekte Ziel. Ah, hier. Noch eine Katze. So, ja. Klack. Offensichtlich kennt sie sich hier aus. Und da fällt mir ein, wie ich sie erwischen kann. Okay. Na dann. Nächste Katze. Das Schlimme ist, die Labore werden eigentlich das sein, was am viel Zeit aufwendet. Achtung, Maskierte greifen ein gepanzertes Fahrzeug an. Bitte zur Cathedral. So. Das nenne ich übrigens einen epischen Auftritt. Der gar nicht so episch ist, weil die mich mega wegschnitzeln. Aua. So. Das war ja episch, wie der Dicke zu Boden gegangen ist. Bam! In your face. Eine Straßenbande. So. Halt, das ist ein Rucksack. Natürlich ganz da oben, ist klar. Ah, na gut. Natürlich sind die viele der Rucksäcke einfach auf dem Dach. So, klack. Komm, was noch mehr? Bewerbung. Die Bewerbung bei Coffee Bean habe ich nie fertig gemacht. Da hätte ich mehr verdient als jetzt. Hm. Kannst du immer noch bewerben. So, was haben wir hier? Was muss ich hier fotografieren? Oscorp. Rand Corporation. Aha. Okay. So. Wenn wir schon mal da sind, können wir den Rest auch noch machen hier. Toll. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Das glaube ich. Erledigt. Rockefeller Center. Cool. So, die Typen scheinen aber auch einiges abzukönnen. Ich meine, der, den du als Mietschild verwendet hast, hat mindestens ein halbes Magazin gefressen und ist trotzdem hinter aufgestanden und hat weiter versucht, dich zu vermöbeln. Ja, das sind halt keine Weicheier, die halten halt was aus. Also es gibt ja durchaus Bösewichte, die halten noch ein bisschen was aus. Aber ich glaube, die haben auch schusssichere Westen. Aber trotzdem, ich glaube, selbst mit einer schusssicheren Weste, wenn dir jemand ein halbes Magazin reinballert, da stehst du nicht mehr. Ob König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Der Typ ist hart, aber das würde wohl doch wehtun. Ach, das war der Panther. Was ist das? Vereinte Nationen. Cool. Schick. So. So, klack. Wo ist er? Was? Ah. Nein, das wollte ich nicht. Mist, ich will nicht. Nein. Das will ich. So, klack. Schneekugel. Ich hätte fast diese Schneekugel für Tante May vergessen. Die Liebe zu der Stadt habe ich von ihr. Sehr schön. So. Dann haben wir hier noch ein Wahrzeichen, dann haben wir es. Zack.
dann können wir das noch schnell machen. Und dann können wir die Katzen fertig machen. Halt. Ah, wenn wir schon mal da sind. So ein Raketenwerfer weckt einen auf. Ew. Ach, die sind da. Wo sind die denn? Ach, da oben. Das habe ich nicht gesehen. Warum machst du immer die Katzen? Wie lange spielst du schon? Die Zeit von heute. Was? Erst nicht mal 2 Stunden Spider-Man? Krass. Fühlt sich länger an. Das ging jetzt übrigens schief. Ich habe nicht gesehen, dass die oben waren. Ich dachte, die sind unten irgendwo. Die Katzen mache ich deshalb, weil ich gerade Lust habe, diese Nebenmission zu machen. Ich bin jemand, ich will immer alles machen bei den Spielen. Nein, das wollte ich gar nicht. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. Grand Central Terminal, sehr schön. Und ich will gerade wissen, was die Felicia macht. Wahrzeichen, 15 von 16, hervorragend. Also, ach krass, wir haben fast alle Wahrzeichen fotografiert, es fehlt nur noch ein Wahrzeichen. Nee. Es fehlen mehr Wahrzeichen. Wobei, so viele sind es gar nicht mehr. Wir haben wirklich fast alle gemacht. Also wir nähern uns langsam den Dingern, dass wir die Sammelobjekte alle machen. Ich bin jemand, ich möchte ein Spiel immer alles machen. So viel, wie es nur geht. Und ich glaube, ein paar Stunden haben wir schon investiert in Spider-Man. Ich weiß aber echt gerade nicht, wie viele. Das kann ich gerade nicht sagen. Felicia schickt mich auf die Jagd. Aber so kann ich sie leichter erwischen. Ich füttere einen Algorithmus mit all den Orten und kann so ihren möglichen Aufenthaltsort eingrenzen. Okay. Oh, da. Okay, ja, okay. Nein, reinzoomen. Noch eine Katze. Ich war zu spät da. Komisch. Aber noch 1 bis 2 Orte sollten reichen, um ihr Versteck zu finden. Ich vermute mal, es sind 2 Orte. So. Das Problem mit dem alles machen wollen kenne ich. Es gibt einen Grund, dass ich meistens der Lego-Spiele von Traveler's Tales zu 100%... Was? Dass ich die meisten der Lego-Spiele von Traveler's Tales zu 100% abgeschlossen habe. Das macht echt Spaß, hier zuzuschauen. Dankeschön, das freut mich. Ich finde immer, die Entwickler geben sich halt so viel Mühe mit diesen Nebenmissionen alles. Oder mit diesen Kleinigkeiten. Und dann finde ich, kann man das auch... dann kann man sowas auch zu würdigen wissen und kann das einfach mit fertig machen. Ich mag immer dieses Durchrushen durch Spiele. Mag ich nicht so. So. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht und ich muss noch viel zu viel absuchen. Ich muss das Gebiet eingrenzen. Ja, dann mach mal. Jede Information hilft. Wen sie ausraubt, wo sie wohnen. Ah, hier ist er. Hab dich. Hallo. Ich glaube, Lonesome Pinky wohnt hier. Eine Country-Sängerin ausrauben. Das ist kreativ. Aber ich komme näher. Noch ein Ort sollte reichen. Das kriegen wir hin. So, und da unten ist die letzte Katze. Dann haben wir das gemacht. So. So, wenigstens habe ich das mit dem Schwingen jetzt mal einigermaßen raus. Das macht echt Spaß. Warum soll ich meine Zeit mit Schnellreise verplempern? Das macht so, ist so viel lustiger. Und wenn wir jetzt dann die Skillpunkte noch draufpacken, dann wird es, glaube ich, noch viel lustiger werden. So. Zack. Und los geht's. Wow. So. Mach mal einen anderen Anzug. Mir gefällt der Anzug eigentlich. Oder haben wir wieder einen coolen neuen? Oh, was haben wir denn? Was? Spider-Punk. Was?
Tritt Feinde mit Wellen von gerechtem Sound. Okay. Das ist nämlich ein Black Panther, der Anzug. Was haben wir ein schönes? Basismarken. Elektrisch isolierter Anzug. Das sieht aus wie Enter, wie die Atom. Was haben wir denn hier? Verfügbar. Keine zugehörige Anzugkraft. Okay. Unerschwinglich. Erschwinglich. Okay. Tritt Feinde mit Wellen von gerechtem Sound. Ach, wir können das mal probieren. So, probieren wir das mal. Noch ein Ort und ich habe die Daten, um Black Cat zu finden. Grob geschätzt hat sie ungefähr 49 Millionen erbeutet. Wenn ich sie erwische, bevor sie die 50 voll hat, steigt sie aus. Get into the Black. Da ist die Katze, ich habe sie gesehen. Miau. Oh Mann. In der Galerie haben sie den Jade-Tiger. Der ist eine fette Million wert. Ich muss den Algorithmus starten und Felicia schnell finden. So. Ich habe ihr Versteck gefunden. Ich muss dort sein, bevor sie die Stadt verlässt. Katzenkorb. Find den Eingang zum Versteck. Black Cats Überwachung gelöst. Okay. Katzenjobkorb. Okay. Habe ich den jetzt markiert oder nicht? Fake JJ News. Wenn ich Superheld wäre, was wäre meine Superkraft? Okay, jetzt müsste ich einen Wegpunkt haben eigentlich. Ach so. Der war die ganze Zeit da. Ich habe ihn nicht gesehen. So. Der Spider-Punk ist unterwegs. Drücke, um auf der Missionsseite andere Missionen auszuwählen. Will ich gar nicht. Ich will die Mission machen. So. Wobei mir der Anzug irgendwie nicht gefällt. Irgendwie gefällt mir der weiße Anzug deutlich besser. So. Alle Einheiten, Polizisten liefern sich Feuergefecht mit dem Sinn. Bitte nach Madison. Wieso ist hier ein Hubschrauber? Achso. Bei der Schießerei wird es Tote geben. Na klar, erstmal ordentlich hier eine Soundwelle hinpacken. Die zerstört New York-Masche zieht nicht mehr. Ich finde das super, wie die sich gegenseitig wegballern. Habe ich schon. So. Nein, du erwischt mich nicht und du erwischt mich auch nicht. Habe ich's? Nee, irgendeiner lebt noch. Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. So. Ich finde den weißen Anzug am besten. Ist dein Spiel. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Seien Sie vorsichtig. Pass mal, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen den Anzug hier und als Anzugskraft. Negative Schockwelle. Als Anzugskraft machen wir den Rock out. So. Von denen gibt es noch mehr. Das machen wir. Wir machen beides. Weil ich finde das lustig. Das andere ist halt so, ja, so eine klassische Schockwelle. Und hier ist jetzt wenigstens den Rocker-Sound. Das finde ich eigentlich ganz geil. Mir gefällt der Anzug hier echt am besten. Der sieht irgendwie am coolsten aus. Ich weiß auch nicht warum. Oh. Ich wusste schon immer, dass
Spider-Man nicht alle Tassen im Schrank hat, aber das bestätigt es. Als ob diese grauenhafte weiße Spinne nicht reichen würde, wurde er in einem neuen Outfit gesehen. Ein vom Punkrock inspirierter Fetzen, bei dessen Anblick sich normale Leute am liebsten die Augen ausstechen würden. Ich habe die Geburt des Punkrocks miterlebt, aber war kein Fan. Dies symbolisiert die Respektlosigkeit gegenüber den Behörden. Und wenn Spider-Man diesen Weg geht... Mir kam gerade ein schrecklicher Gedanke. Was, wenn das gar nicht Spider-Man ist, sondern ein Nachahmer mit Irokesenschnitt? Und wenn es mehr als einen gibt? Jared, Pause. Ich muss mich hinlegen. Okay, wir müssen alle Anzüge freischalten. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass es da, dass er darauf eingeht, auf die Anzüge. Das wusste ich nicht. Das ist geil. Das finde ich mega cool. Das finde ich mega cool. Das müssen wir, okay, wir müssen alle Anzüge freischalten. Das wird ein Riesenfest. Ich werde mit dem Spiel nie fertig werden. Miau. Miauzi. Miauz, genau. Freedom Tunnel. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose. Aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Aha. Das sieht nach einem versteckten Eingang aus hier. Bingo. Hallo Süße, ich bin da. Das scheint die ganze Beute zu sein. Aber keine Spur von Felicia. So, wie schaltet man alle Anzüge frei? Du musst so die Rucksäcke und alles finden. Also Rucksäcke und Sehenswürdigkeiten, Verbrechensbekämpfung und so weiter. Und dann kriegst du so, so Marken dafür und damit kannst du die freischalten dann. Finanzdaten über die Maggia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? Untersuche das Versteck. Mauzi. Die Katzen sehen irgendwie gruselig aus. Hallo? Ach, jetzt ja. Oh, na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne. Und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Süß. Ach so. Jetzt habe ich das. Jetzt habe ich das gesteckt, ja. Jetzt habe ich es gecheckt. Strolling the Moves. Curious. Jetzt habe ich das gecheckt. Okay. Das ist irgendwie süß. So. Wow. Als ich sie das erste Mal schnappte, wollte Felicia das stehlen. Anscheinend wollte sie den Job jetzt zu Ende bringen. Hat sie offensichtlich geschafft. Huch, da ist noch irgendwas. Ach nee, das war das hier, oder? Ja, das war das hier. Was ist das? Oh. Spinne, du bist hierher gerast, um mich zu retten, ja? Du bist hinreißend und irgendwie süß. Darum habe ich dir etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Das kann doch nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder doch? Katzenabdrücke. Black Cat hat die Beweise aus der Asservatenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Asservatenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow, das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Hör ich ein Lachen? Du klingst, als ob du lachst. Was ist jetzt los?
Okay, ich mag die Frau. Heb mir auf der Suche nach Felicias Höschen. Die Katzenfrau gefällt mir. Ich finde die auch mega gut, muss ich sagen. Die ist mir auf jeden Fall... Die war mir auch immer in den Serien und in den paar Comics, wo sie drin war, die war mir immer mega sympathisch. Was haben wir hier? Wein von einem Magier-Weingut. Haben wir gefunden. Vor allem, die war echt gut. Ich will nicht sagen, ich hab's dir gesagt, aber ich hab's dir gesagt. Hey, wir haben einen coolen Anzug bekommen. Fisk hat das vor Jahren als gestohlen gemeldet. Wir haben's gefunden. Also, ich muss sagen, ich bin begeistert. So. Missionen, was haben wir denn? Couchsurfing. Sehe ich eigentlich nur die Hauptmission oder sehe ich hier auch... Was ist denn die Anzugskraft von dem hier? Hat er eine spezielle Kraft? Nee. Aber den Anzug finde ich cool. Okay, den Anzug behalte ich. Den finde ich nicht schlecht. So, was haben wir jetzt sonst noch? Da oben noch Nebenmissionen. Spider-Männer Nebenmission. Okay. Ich meine, das Ganze hat sich gelohnt. Wir haben einen neuen Anzug bekommen. Das muss man fairerweise sagen. Sensationell. Komme ich hier auch? Erinnern Sie sich an Spider-Mans Gehilfin? Black Cat, kurvige Dame in Leder. Eine, die man nicht der Mutter vorstellt. Und dann wurde sie als Diebin entlarvt. Großer Schock, was? Sie soll wieder da sein. Und meine Prognose, Spider-Man wird ihr eine zweite Chance geben. Aber sowas von. Ist selbst ein Dieb oder denkt er mit seinen Netzschießern? Okay, diesmal muss ich dem Jonah ein bisschen recht geben. Auf der anderen Seite, hey, jeder hat eine zweite Chance verdient. Meldungen über Autounfall. Zivilisten gefangen. Bei Sugar Hill wurde ein Vorfall gemeldet. Over. Naja, ich lass mal den Unfall sein. Spider-Man, hier drüben. Jo. Hallo. Spider-Männer, was gibt's? Stimmt das nicht? Oh, doch, doch. Ich wollte nur Danke sagen, dass du meine Tochter vor den Dieben gerettet hast. Wann genau war das? Gerade eben. Du hast so viel zu tun, dass du die Übersicht verlierst, was? Beim Theater, 126. und Paul. Sie hat mich gerade angerufen. Stimmt. Sorry, gerne doch. Schön, dass es ihrer Tochter gut geht. Okay, da war ich definitiv nicht. Ich sollte mal nachsehen, was da los ist. Jo, machen wir. Ist bestimmt ja... Der Spider-Punk. So, klack. Zack. Schnappen wir uns das mal. Andere Seite vom Gebäude. Da ist das Theater. Samt Tatort. Mal rausfinden, was da passiert ist. Okay, untersuche den Überfall. Noch am Leben. Also war es kein tödlicher Beschützer. Immerhin etwas. Okay. Da oben ist irgendwo ein Rucksack. Oder da unten, besser gesagt. Ah, hier. Wo natürlich wieder kein... Ich hab's schon mal gesagt, es fällt auch keinem auf, dass hier ein Rucksack mit Spinnennetzen dran klebt. Helmfragment. Dieses Stück von Mysterious Helm war die Inspiration für meine Linsen. Los, zeig mich an, Goldfischglas.
Okay. So. Was muss ich jetzt machen? Und jetzt? Ah. Tut mir leid, ich war zu spät. Danke, dass du sie beschützt hast, Spider-Man. Ah, hi. Schon wieder da? Wolltest du denn nicht nach dem Brand sehen? Stimmt, bin unterwegs. Wo lang gleich nochmal? Letztes Mal bist du da lang, nach Süden. Danke, hab mich etwas verlaufen. Jemand macht mich nach. Vielleicht wieder Chameleon. Ich muss eine Spur finden. Kriegen wir hin. Wir finden das schon, wer uns danach ahmt. Riecht tatsächlich, als hätte es da hinten gebrannt. So. Da ist der Brandschaden. Wurde wohl schnell wieder gelöscht. So. Er hat die Feuerleiter genutzt. Meine Netze hat er wohl nicht drauf. Hey Spidey, was hast du mit dem Feuerlöscher gemacht? Ein Feuerlöscher, hä? Wo hat er den gelassen? Okay. Du bist zurück. Vielen, vielen Dank, dass du meine Freundin gerettet hast. Ich dachte, sie verbrennt. Gern doch. Ich will nachsehen, ob es allen gut geht. Aber der Rauch setzt mir zu. Wissen Sie noch, wo ich als nächstes war? Sorry, hab meiner Freundin geholfen. Ich denke, du bist wieder da hoch. Danke. Grüße an Ihre Freundin. Okay. Dieser falsche Spider-Man hilft also Menschen. Aber was er tut, ist gefährlich. Ich muss ihn finden. Kriegen wir hin. So, jetzt machen wir erstmal das hier. Mein Doppelgänger hatte einen Feuerlöscher. Könnte noch hier sein. So, wenn wir schon mal da sind. Das hat ja gut funktioniert. So, klack. Spidey Squad. Mein einziger Fanclub. Wenn Jameson auf mich losgeht, denke ich an sie. Das hilft. Sehr schön. Falle! Ach, du siehst überall eine Falle. Schau, du hast auch gesagt, dass die Felicia uns eine Falle stellt. Gut, sie hat uns ein bisschen ausgetrickst, aber auf der anderen Seite, hey, sie hat uns einen tollen Anzug gebracht. Also manchmal, ne, bin ich etwas zu euphorisch, was das Klicken angeht. Ach, ich kann mich... Ach so, ich kann mich da nicht festhalten. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Untersuche das Feuer. Welches Feuer denn überhaupt? Hier oder wie? Welches Feuer denn? Ah, das Feuer hier. Es steckt wohl ein Kurzschluss hinter dem Feuer, nicht Brandstiftung. Ah. So. Okay, und was jetzt? Untersuche das Feuer. Ja, habe ich doch jetzt gemacht, oder nicht? So, Cheyenne TBK, einen schönen guten Abend wünsche ich. Hallo. Ach, hier ist der Feuerlöscher. Mit einer Ratte, toll. Unbekannte Substanz gefunden. Feuerlöscher benutzt. Was für ein Mittel enthält der? So, manche Fragmente halten subtraktive Linien. Wenn eine subtraktive Linie eine Absorptionslinie überschneidet, heben sie sich gegenseitig auf. Ja, das kennen wir schon. Zack und zack. Zack. Und der hier wahrscheinlich, oder? Jawohl. Muster gefunden.
So. Ammonium. Standard und leicht nachzuverfolgen. Ammonium. Was? Ammoniumdihydrogenphosphat. Aha. Er hat Löschmittel an sich. Wenn ich meine Linsen auf die chemische Signatur abstimme, führt mich das direkt zu Spidey 2.0. Finde ich gut. Das hält keine Kräfte. Was er da macht, ist Selbstmord. Cheyenne TBA, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, mach's dir bequem. Schnapp dir. Ich muss die Linsen aktivieren. Achso, ich muss sehr weit unten sein. Der da sieht aus wie nach einem Kampf. Vielleicht weiß er was. So. Hi. Lass mich in Ruhe. Habt ihr schon alles gesagt? Der Deal steigt auf dem Dach. Ehrlich. Okay, bleib einfach sauber, ja? Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Nein, ich hoffe auch nicht. Wie sprintet man? Mit R2, mit dem rechten Trigger, damit sprintet man. Mein Doppelgänger hat's echt drauf. Der wird ein paar Tage Schmerztabletten brauchen, aber er überlebt. Aha. Bewusstlos, aber am Leben. Das gibt eine Narbe. So. Wo hast du das am Kämpfen gelernt? Im Club? Wie gesagt, ich gebe auf! Okay, der ist offensichtlich besser als wir. Die Drogen sind noch hier. Er scheint es gut zu meinen, auch wenn seine Methoden irre sind. Die Polizei wird schon aufräumen. Der falsche Spidey ist wohl die andere Feuerleiter runter. Oh. Das ist er. Die Leute mögen ihn wohl. Ich meine mich. Das ist echt schräg. Gern doch, werte Bürger. Entschuldigt mich, da ist jemand in Not. Okay, so rede ich nicht. So redet überhaupt niemand. Lasst ihn gehen. Ja, klar. Für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk. Wow, hey Jungs. Ich bin nicht der echte Spidey. Nee, bist du nicht mehr. Zeit für Chancengleichheit. Wusste ich doch, dass es mehr als einen gibt. Tötet beide! Ich schaffe das, geh! Soll ich Chance verpassen, dem echten Spidey zu helfen? Niemals! Vor allem, weißt du... Du kannst kämpfen! Schwarze Gürtel! Die anderen Schläge hat er platt gemacht, locker. Die Legende verbreiten und so. Wenn du wie ich aussiehst, erbst du meine Feinde. Und ich hab viele Feinde. Das ist toll, dass die festbacken. Da kommen mehr! Ich nehm die mit den Knarren, du den Rest! Ich nehme einfach alle, hätte ich gesagt. So. Oh. Wo ist der? Okay, auf Granaten zu werfen. So. Das ist der letzte, ja, oder? Nein. Einer lebt noch. Klar, springt einfach rein wie so ein Bekloppter, wenn er eine MG hat. Wenn du der Gemeinschaft helfen willst, hier in der Nähe ist ein Feast-Center. Die Leute dort könnten Selbstverteidigungskurse brauchen. Gute Idee. Langsam erkenne ich auch den Nachteil dieses Anzugs. Ach, echt? Jetzt erst. So. So, bisschen Rock'n'Roll, Baby. Hätte ich auch die Fisk-Dinger machen können. Lebt hier noch jemand? Blöder Raketenwerfer, das kannst du knicken.
erledige sie! Mein Gott, ist eine gute Idee! Wo ist der? Ich weiß nicht, wo ist. Ach, da oben. Ich hasse dich. Verschwinde aus. Oh, das war knapp. Wo ist der? Da ist er. Ich habe ihn nicht gesehen. So, könntest du jetzt bitte endlich mal die Klappe halten? Danke. Und Pam. Mann, echt krass. Wie hast du das geschafft? Mit vielen Beulen. Hey, dein Herz ist am rechten Fleck. Aber wenn du so weitermachst, gehst du drauf. Ja, ist mir jetzt klar. Keine Sorge, ich hänge den Anzug an den Nagel. Nie mehr Spider-Man. Gute Idee. Außerdem braucht man kein Kostüm, um etwas zu ändern. Hey, echt guter Spruch. Den merke ich mir. Finde ich gut. So. Sieht auch exakt so aus wie du. Yo, Bro. Yeah, yeah, yeah. Wir sind die Spider-Männer. Man spricht nicht über den Club. Genau. Hallo. Do you wanna know my secret identity? Hallo. Oh Mann. Boah, ich bin echt neben der Spur. Ich sehe doppelt. Zwei Spider-Männer. Ja. So. Gut. So, dann mal weiter hier im Programm. Ich mache dieses Fist-Dingens jetzt nicht. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich habe mich jetzt genug geprügelt. So, allons-y. So. Hey, Spider-Man! Sieh dir das mal an! Achso, ich musste runter. Sturm auf die Burg! Okay. Hallo? Sprich mit der Vogelbeobachterin. Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Wir finden's raus. So. Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich so nicht. Ich wollte da ganz episch rüberschwingen. Fisks Männer. Nicht gut. Oh. So. Trophäe erhalten. Arachnophobie. Schön. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Das ging schnell. Okay, und jetzt? So, du meinst, du wolltest episch schwingen. Aber sowas von. So. Erstmal die Mülltonnen entsorgen.
Wie komme ich hier rein? Ah, hier, da oben. Ah. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich sieh's mir an. Ernsthaft? Okay. Jetzt klauen wir schon Vögel. Ja, Freunde, toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es! Oh, ich muss die... Ach Gott, ich muss die... Ach, ich muss die fangen. Ach so. Oh Gott. Hab sie. Aber sie hat den Stick... Ja, wegschnitzeln. Die... Ah. Nein, der Taube geht's gut. Der Taube geht's gut. Der hat ihr nichts getan. Nein. Niete. Das war's. Ich hab den Stick. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Den Tauben geht's gut, im Übrigen. Die sind nur... Die sind nicht explodiert, nein. Ja. Sehr episch, dieser Sprung. Da will ich aber her. Schlüsselanhänger. Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Warum fühlt sich das nie so an? Tja, das ist eine sehr gute Frage. So, mal gucken, ob der Laptop noch da ist. Die armen Tauben. Zack. So. Mal schauen, was wir hier Schönes haben. Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop, wenn sie nichts hochladen. So. Da ist er! Schwärmt auf! Ich will dir das Maul stopfen! Mach doch mal! Jetzt ist es mal gut hier! Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei. Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Oh, das hat super funktioniert. Oh, das wollte ich nicht. So. Komm runter und kämpf. Spitze. Nur noch einer. Das wird verdammt eng. Wo ist der zweite Spider-Man, den man braucht? So.
Ich kann den nicht schwingen, das ist toll. Sind die? Ach, da hinten. Ich werde dir das Maul stoppen. Hallo? Achso, jetzt ja. Das ging gerade nicht. Juhu, geschafft. Hallo? Bam! So, die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein, sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Bin schon auf dem Weg. So. Wer ist Fisk? Entweder ich war da noch nicht da oder ich habe es einfach vergessen. Versteck dich. Fisk ist der. Teilt euch auf, findet die Frau mit dem Fernglas. Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt an die Frau runter. Echt? Ich dachte, ich zertrümmer dir den gerade ein bisschen. Ich finde das super mit diesem Rockdingens. Das hat was. So, und? Hab ich. Ihr habt ein Schild. So. Ist jetzt mal gut. Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. So. Ah. Hi. Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Ach echt? Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Sehr gut, haben wir das auch gemacht. So. Kannst du mal mit Handcam machen, bitte genau beschreiben, also wenn du Zeit hast und mit dem Kämpfen fertig bist. Der Fisk ist so der Haupt- oder einer der Super-Gangster-Bosse in Spider-Man. Der war in der allerersten halben Stunde. So fängt es eigentlich an, dass man ihn in den Knast bringt hier. Und dann praktisch das Ganze überhaupt erst los. Tritt. Also, dass hier praktisch dann diese, die Dämonen kommen oder jetzt hier alles so ein bisschen, aber im Chaos versinkt, sagen wir es mal so. Weil praktisch jeder hier, wenn du Daredevil kennst, da gibt es auch Wilson Fisk. Das ist praktisch das Solomon. Ihre Kinderfreunde, denn diese Lektion hier müssen leicht zu beeindruckende Kinder einfach hören. Mein Gast heute ist ein Mann, der auf die harte Tour gelernt hat, nachzumachen ist nicht cool. Darf ich bitten? Also, ich wollte Verbrechen bekämpfen und Leuten helfen. Und ich bin ein großer Fan von Spider-Man. Also habe ich ein Kostüm angezogen und versuchte, ihm gleich zu tun. Mann, das war echt ein Fehler. Wäre fast draufgegangen. Zum Glück hat der echte Spider-Man mich gerettet. Ich darf Sie unterbrechen, denn der springende Punkt wurde bereits genannt. Wer sich verhält wie Spider-Man, wird sterben. Lasst es bleiben, Kids. Das war eine weitere Lektion fürs Leben von Onkel Jonah. Jared, lass das schützen.
Sehr schön. So, okay, danke. Was meinst du eigentlich mit Handcam? Nelson and Murdoch. Ach ja, der Blinde gab mir seine Karte, falls Spider-Man mal einen Anwalt braucht. Moment, wenn er blind war, woher wusste er, dass ich Spider-Man bin? Tja, und du weißt offensichtlich nicht, dass er Daredevil ist. So. Entführung. Ach, da hinten. Okay. New York ist laut, aber die Maske fokussiert auf gedämpfte Geräusche. Solche, die ein gefesseltes Entführungsopfer machen würde. So. Warten Sie, ich hol Sie raus. Oh mein Gott. Danke, der Spider-Man. Da, das sind die Kerle. Wo? Ach so. Zeit für ein bisschen Rock'n'Roll. Das ist übrigens auch toll, weißt du, die sind alle so mega... Oh, oh, das war nicht gut. Nein! Ah, Mist! Ich finde nicht, dass es mit den Netzen reicht. Ich brauche noch viel mehr Netze für euch. Gott. Nein. So. Habe ich dich jetzt bald? Jawohl, dankeschön. Man sieht deine Hand. Kombos. Hä? Gut, dass es vorbei ist. Hätte echt böse enden können. Ach so, du meinst, dass die Kamera auf meine Hände zeigt? Die Webcam oder wie? Das kriege ich nicht hin, weil die Webcam steht da oben und es ist eine zu große Distanz. Das kriege ich leider nicht hin, das hier einzurichten. Wenn das war, was du meintest. Das kriege ich leider so nicht hin. Zumindest nicht auf die Schnelle. Weil ich kann die Cam hier nirgendwo festmachen. Das funktioniert leider so nicht. Wenn, dann müsste ich das... Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll. Weil ich kann die nirgendwo festmachen hier. So. Dann sieht man, dass man Hebe in Unterhose spielt. Ich habe gar keine Hosen an. Was? So. Nein, das will ich nicht. Nein! Was soll ich hier aufnehmen? Ah, das Graffiti hier. Okay. So. Gibt es, glaube ich, als Programm-Hepi. Ja, aber geht das auch mit der PlayStation? Ich gehe schlafen. Tschüss. Louis Geburtstag, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Es gibt Programme, die Input auf Game Control anzeigen, aber die funktionieren nicht, wenn der Controller direkt mit der Konsole verbunden ist. Okay. Okay, dann geht's nicht, weil das hängt direkt in der PlayStation. Da kannst du die nächste Info sehen. Jawohl. Böser Unfall da unten. Sicher gibt's Verletzte. Jo. Hier! Hilfe, bitte!
Ein Fußgänger ist unter dem Auto eingeklemmt. Ich muss ihm helfen. Jo. Ja. Hulk! Und dann noch Kryptonite unten. Ja klar, Kabel mal raus, sonst wird das nix. Ich muss die Leute finden, die das angerichtet haben. Sie können nicht weit sein. Also, falsche Richtung. Ich verliere sie! Ich muss aufholen. Ich will erstmal wissen, wo die sind. Ach, da unten. Ich verliere sie! Ach, die verlieren wir nicht. Ich sag es ja nicht gerne, aber auf euch kommt jede Menge Fahrunterricht zu. So, komm her. Ihr seht so kuschelig aus. So, ciao. Ich kann euch gar nicht rausholen. Das ist so. Und tschüss. So, jetzt wird lustig. Alter, wie schnell soll ich das denn drücken? So. So. Da kannst du die nächsten Infos sehen, wenn ihr mir streamt. Oder halt unter dem Stream schauen. Hä? Ach so, der Discord. Yo. Okay. Passt auf. Ich hole die beiden Rucksäcke da oben noch. Also den da und den da. Und dann mache ich für heute auch tatsächlich Schluss. Weil. Es ist schon spät. Auch ich muss irgendwann mal ins Bett. Leider. Man könnte natürlich einen Raspberry Pi mit zwei Bluetooth-Modulen zusammenbasteln, der sich dazwischen schaltet und die eigenen abfängt. Was? Und die eigenen. Was? Und die eigenen Eingaben abfängt und weitergibt. Und dann per LAN oder ähnliches über den Computer duplizieren. Das hört sich extrem kompliziert an. Oder was heißt kompliziert? Das Problem ist, dass es halt mega... Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist von der Latenz her dann. Da ist mir die Kameravariante noch lieber. Der war gut, Hippie. Muss ins Bett. Entworfene Kostümentwürfe. Nicht schlecht. Aber die weiße Spinne war der richtige Weg. Das stimmt. Stimmt, und der Controller kann kein Bluetooth. Der hängt bloß per Kabel dran. Wann würdest du denn wieder streamen? Also auf jeden Fall am Sonntag. Am Sonntag gibt es auf jeden Fall wieder einen Stream. Das ist schon mal gesetzt. Uhrzeitmäßig vermutlich so 17:30 geht's los. Und mit ganz viel Glück morgen Abend. Wenn ich es zeitlich schaffe und wenn der Rechner funktioniert, weil ich morgen nämlich den Rechner umbauen werde ein bisschen. Weil morgen die Wasserkühlung nämlich kommt. Und dann wird das ein bisschen dauern. Läuft das eigentlich alles? Ja. Ich habe gar nicht mehr geguckt, ob die Aufnahme überhaupt alles läuft und die Cam und so, aber schaut gut aus. So. Also auf jeden Fall, Sonntag ist auf jeden Fall gesetzt. Und vielleicht, wie gesagt, morgen. Das weiß ich aber noch nicht hundertprozentig. Das kommt drauf an, wie morgen das alles hinhaut. So, knack. Zack. So, und schon hat man 4000 Kilometer ganz einfach hinter sich gebracht. Und da ist der Rucksack. Spider-Signal. Das Spider-Signal. Coole Idee. Aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber irgendwann? Finde ich gut. Wie das Bat-Signal praktisch. So, es fehlen bloß noch 6 Rucksäcke. So, per Kabel wäre es sogar noch einfacher und das Delay durch die drahtlose Übertragung würde wegfallen.
Echt? Wie will ich das nur... Wie willst du das denn per USB-C dann machen, dass das alles sauber weitergeleitet wird? Das klingt alles ein wenig kompliziert, oder nicht? Okay, cool, dann bin ich am Sonntag jedenfalls da. Morgen schaue ich sonst einfach mal. Alles klar, ansonsten Twitter, Facebook... Nee, Facebook weiß ich gar nicht, ob Facebook überhaupt noch announced wird, weil das Problem... Na, Facebook könnte... Nee, Facebook funktioniert, glaube ich, nicht mehr, weil das mit der Twitter-Integration nicht mehr funktioniert. Aber du kannst mir auch auf Twitter folgen, falls du Twitter hast. Da announce ich es dann immer, da kriegt man es auch mit. Relativ gut sogar. Oder eben Discord. Da kriegt man es dann auch immer sehr gut mit. Und ansonsten einfach die Notification aktivieren auf Twitch. Dann kriegst du eine Notification, wenn ich online bin. Sofern das funktioniert. Bei YouTube ist das ja so... ein bisschen Glücksspiel, ob das geht oder nicht. So. An alle Einheiten. Versuchter Raubüberfall auf gepanzertes Fahrzeug. Jo. Das lassen wir mal mit dem Officer, weil ich will die Rucksäcke jetzt einsammeln. Dann machen wir das noch fertig heute. Dann haben wir das dann haben wir das nämlich erledigt. So. Irgendwann erfinde ich einen Stoff, der Klang- und Lichtwellen deformiert. Ein Tarnanzug wäre sehr praktisch. Das stimmt. So. Facebook geht nicht mehr. Das habe ich mir gedacht. Es wäre alles sehr low level und eventuell ein bisschen gefriemel, aber machbar wäre es. Nee, habe leider keinen Twitter, aber ich schau mal. Alles klar. Irgendwie kriegt man das schon hin. So, wo ist das Dingens? Da hinten. So, soviel zum Thema aufhören. Oh. Sehr schön. Sehr schön, die Universität haben wir auch. Ja, bin ich. Aber ich muss leider weiter. Ich muss Rucksäcke sammeln. So. Verstärkung benötigt zur Verfolgungsjagd. Ach, hier oben. Glas mit Gewürzen. Angeblich hat Fisk sein Vermögen mit diesen Gewürzen verdient. Sie sind gut, aber nicht so gut. The world's greatest spices. Das erinnert mich an den Dingens, an den Schubeck. Der hat auch mit seinen Gewürzen hier, ja, die tollen Gewürzmischungen, kosten das Zehnfache von dem, was normale Gewürze kosten. Aber es sind tolle Gewürzmischungen angeblich. Das nennt man eine Highspeed-Verfolgungsjagd. Ach so, ja, ich habe das gar nicht darauf geachtet, auf die Verfolgungsjagd. Ich will die Rucksäcke haben. Dann haben wir das nämlich mal fertig. Dann hat sich das schon gelohnt. Die Session. Von das Tolle ist, Spider-Man wollte schlafen gehen. Hat gut funktioniert. Achso, was soll das heißen mit Happy, als ob ich schlafen gehen würde? Es war morgen bloß, heute Morgen bloß ist 16:30. Oh, die viel Glück hatte vom Daily Bugle, als ich von dort zur Forschung gewechselt habe. Wirklich tolle Leute da. Und Jameson. Good luck with the new job. Was have to... Here's to a bright future. Can't wait. Can't. Working with you. Aha. Remember us when you cure cancer. I will miss you. Gloria Band, Betty Brand, Eddie Brooke, Joe Robus. Keine Ahnung. Kann ich nicht lesen. So. Es sind bloß noch drei Rucksäcke, dann haben wir das auch erledigt. So, das Wahrzeichen hier noch. Das können wir auch gleich machen. Sind wir eh gleich. Ach, da. Hab ich nicht gesehen. So. Na, ich bin so groß, wie sein soll. Natural Museum. Schön. Haben wir das? Hast du dich verirrt?
Wahrzeichen abgeschlossen. Ach da. Mach mal. Kannst du mal probieren? Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. So. Mal für klare Verhältnisse sorgen hier. So, dann haben wir das. Dann einmal durch den Central Park. Und dann haben wir alle Ruck. Also die Wahrzeichen haben wir jetzt alle abgeschlossen tatsächlich. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch die Rucksäcke. Und halt dann noch die Verbrechen und alles. Aber das machen wir so peu à peu dann. So, klack. Alte Kamera. Hey, meine erste Kamera. Ich hatte sie vom Flohmarkt. Sie braucht noch Filme. Cool. Schick. Zum Glück lässt mich Mel bei Feast übernachten. Ja schon, aber wir müssten erstmal... So. Man sollte übrigens, kleiner Tipp, man sollte erstmal die mit den Knarren kaputt machen. Aber ich befolge meinen eigenen Tipp nicht wirklich. Oder mein... Wow. Na komm. Das war der letzte, oder? Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Immer diese große Klappe. Das ist fast so schlimm wie ich. So. Ach ja. Okay. Wow. Sudala. Dann haben wir das. Und der letzte Rucksack noch. Dann haben wir das auch. Jetzt sind wir zwar mit der Hauptquest nicht so ganz so weit gekommen heute. Aber letzten Endes haben wir dann... Wir haben die Felicia ihr Katzenrätsel gelöst. Wir haben alle Wahrzeichen abgeschlossen und wir haben die Rucksäcke gemacht. Und ganz kleines bisschen haben wir ja auch mit den Hauptquest weitergemacht. Ich muss hier runter. Hier ist auch noch irgendwas. Die Demo. So funktioniert ein Geldautomat aber nicht. Das ist ja noch nicht mal einer. Au, 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 au. 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 Mist. Okay. Ich muss die mal platt machen. Oh, oh. Glück gehabt. Ciao. Muss schlafen, aber dann bis Sonntag. So viel Geld.
Alles klar. Bis Sonntag dann und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Ich mache auch nicht mehr so lange. Ich will jetzt die Rucksäcke noch machen und dann ist auch Schluss. Ach halt, der hängt hier unten irgendwo. Warte mal, hier gibt es bestimmt irgendwas Untertunneltes, oder? Ah, wusste ich doch. Hallo? Ah ja, okay. Hallo? Ach da. So, sehr schön. Gerne. Das gab mir Jameson bei seiner Abschiedsparty im Bugle. Ich dachte, niemand würde seine Talkshow hören. Falsch gedacht. Warum hat er eigentlich eine Talkshow gegründet? Rucksack gefunden, es fehlt immer noch ein Rucksack. Ah ja, da ist er. Und da unten ist auch das letzte Wahrzeichen, glaube ich, ne? So. Okay, dann machen wir das hier unten noch. Ich dachte, wir haben es jetzt, aber es fehlt bloß noch, es fehlt ein Rucksack noch und ein Wahrzeichen. Aber das holen wir jetzt noch schnell. Und dann ist aber wirklich Schluss für heute. So. Und dann haben wir das zumindest erledigt und dann können wir, die Hauptquest weitermachen in Ruhe. Und dann so zwischendrin dann immer diese FIS-Gebäude dann noch. Diese Baustellen. Ja, schön für deinen Bruder. Ticketfetzen. Das letzte Baseballspiel, bei dem ich mit Onkel Ben war, das will ich rahmen lassen. Ich wäre für seinen Rat jetzt wirklich dankbar. Trophäe erhalten, Rucksackträger. Geil. Rucksäcke gefunden, abgeschlossen. Achso, da müsste ich, glaube ich, ein bisschen... Muss ich hoch... Halt. So. Gutes Foto. Queensboro Bridge. Geil. Neue Stufe. Wahrzeichen abgeschlossen. Besichtigungstour. Trophäe erhalten. Geil. Und eine neue Stufe. Hervorragend. So lobe ich mir das. 5 Fähigkeitenpunkte. Ups. Gut. Ja, dann haben wir die Rucksäcke und so weiter, haben wir alles abgeschlossen. Es fehlen jetzt noch die Nebenmissionen, die werden nach und nach aber unlocked hier. Die Fisk-Verstecke, okay, haben wir noch 5 Stück, glaube ich. Ne, haben wir bloß die da oben noch. Wir haben ein paar schon gemacht, also wir haben doch diese 3 Fisk-Verstecke hier. Und halt die Labore. Schläger noch und so weiter, also die ganzen Verbrechen. Aber dann haben wir das zumindest. Und dann können wir echt mit der Hauptquest weitermachen. Finde ich gut. Also wir kommen ein bisschen... Wir kommen mit den Nebentätigkeiten zumindest voran. Das heißt, wenn wir die fertig haben, dann machen wir vielleicht mal die Hauptquest endlich mal weiter. Es gibt neue Anzüge. Ach ja, es gibt den hier noch. Okay. Ah, ausgerüstet. Dunkler Anzug. Das war dieser Anzug, der Geheime da. So, Jeremy hat den Rang Time Master den Time Master Rang erlangt und ist 49 Stunden vom Time Lord entfernt. Sehr gut. Bald bist du ein Time Lord, Jeremy. So, dann haben wir das. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle ist dann für YouTube der Cut. War jetzt ein bisschen ein Hin und Her durch die Stadt. Wir haben ein bisschen was gefarmt. Ja. Alle Einheiten. Sehr schön für Cathedral. Nein, ich werde das jetzt nicht mehr machen. An dieser Stelle, lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein Richtung YouTube. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder und dann mal gucken, wen wir dann verprügeln, beziehungsweise wie es mit der Hauptquest weitergeht. Ich bin sehr gespannt und auf jeden Fall, ich will die Philisher-Missionen machen. Ich glaube, die muss ich noch kaufen. Falls ja, werde ich auf jeden Fall tun. Ich will die Philisher-Mission machen. So, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Hervorragend. Danke fürs Spielumstellen, Jeremy. So. Neue gespeicherte Datei. Zack. Speichern wir einmal das Spiel.
Und dann sagen wir beenden, fortfahren und dann switche ich mal hier rüber. Hallo. Machen wir mal Musik an. Hervorragend. So. Ja, das war dann der heutige Stream. Gott. War ganz gut, muss ich sagen, bis auf die Tatsache, dass Overwatch wieder abgeraucht ist. Aber ich hoffe, ich finde noch raus, warum. Das muss ich echt noch... Irgendwie muss ich das klären, weil das ist nämlich echt bescheuert, dass immer bei Overwatch der Grafiktreiber sich raushängt. Ist etwas schwierig. Vor allem, wenn man Overwatch spielen möchte. Ich brenne immer noch. Stimmt, du brennst immer noch. Die Frage ist nur, warum brennst du? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, die ich dir aber nicht beantworten kann. Achso, ich müsste mal den Monitor wieder auf Displayport umstellen. Zack. So, dann sehe ich auch wieder was. Ach ja, zumindest vom Rechner. Gut, das war dann der heutige Stream auf jeden Fall. Haben wir ein bisschen Spider-Man wieder gemacht und Formel 1 und Overwatch. Und Overwatch muss ich mal gucken. Ich verstehe nicht ganz, warum bei Overwatch, warum der Rechner abstürzt. Verstehe ich nicht. Also Formel 1 hat super funktioniert. Wie gesagt, Battlefield hat super funktioniert, als ich es getestet habe. Und es muss irgendeine Konstellation sein mit irgendwas, die ich nur nicht ganz checke. Aber es hat auch nichts mit Übertakten zu tun. Es hat nichts mit Temperatur zu tun. Es ist einfach... Es passiert. Und das ist einfach der Grund. Es passiert einfach. Warum auch immer. Und ich weiß nicht so ganz warum, aber das finden wir raus. Vielleicht ist es dann morgen, wenn ich dann den Rechner mal komplett sauber mache und die Wasserkühlung reinbaue. Vielleicht fällt mir irgendwas auf. Keine Ahnung. Wobei, vielleicht liegt es auch einfach in Overwatch, weil ich habe das Problem mal gegoogelt. Das Problem haben tatsächlich ein paar Leute mehr. Und ich weiß aber nicht, wie ich es beheben soll. Alles, was ich mir gedacht hatte, habe ich eigentlich gemacht. Wenn ihr noch eine Idee habt, könnt ihr es gerne mal schreiben. Kriegen wir vielleicht dann irgendwie noch hin. Ansonsten werde ich noch ein bisschen rumtesten, rumprobieren. Findet sich schon bestimmt eine Lösung. An der Stelle sage ich jetzt aber auf jeden Fall lieben Dank an... Ich kann nicht mehr reden. Lieben Dank an alle fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Auch an alle, die neu dazugekommen sind. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Schlaf gut und wir sehen uns vielleicht... Ja, ist ja Freitag heute. Vielleicht sehen wir uns heute Abend wieder. Wie heißt du nochmal auf YouTube? Pass auf, ich mach's dir total einfach. Klick einfach auf den Link, dann kommst du direkt auf meinen YouTube-Channel. Aber ich heiße genauso, wie ich hier auf Twitch heiße. Heißt genauso, ich habe den gleichen Namen überall. Also, bei Battle.net habe ich den gleichen Namen, bei Steam, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, ich heiße überall gleich. Das macht es ein bisschen einfacher. Da findest du auf jeden Fall den Channel dann. So, ja und ansonsten, wenn alles gut läuft, sehen wir uns heute Abend wieder. Danke, gerne doch. Dann sehen wir uns heute Abend wieder und ansonsten erst am Sonntag. Wobei es sein kann, dass ich... Ich habe noch ein bisschen was zu tun heute. Das wird ein Spaß. Aber kriegen wir alles schon hoffentlich irgendwie hin. Muss noch ein bisschen jetzt hier alles vorbereiten für morgen, dass ich dann gleich den Rechner entsprechend umbauen kann. Bin ich mal gespannt. Ich werde Bilder machen zumindest. Ob ich ein Video schaffe, weiß ich nicht. Dafür fehlt mir nämlich tatsächlich eine geeignete Cam. Muss ich auch noch irgendwann mal kaufen. Und einen Kameramann brauche ich da noch. Oder Frau. Je nachdem. Kriegen wir alles hin auf jeden Fall. So, an der Stelle sage ich aber jetzt lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann spätestens am Sonntag wieder. Wie gesagt, vielleicht heute Abend. Und ansonsten, schönes Wochenende vorneweg. Schönen Freitag. Erholt euch gut. Und wir sehen uns dann wieder. Also bis dann. Tschüss. Gute Nacht. Und danke fürs Dabeisein. Tschüss. Jetzt hol ich erstmal meine Karre ab.